Bei Toyota sind wir jetzt angelandet. Die Hauptneuheit mit dem Mondial in Paris, das ist eben dieses CHR, der eigentlich 2017 auf den Markt kommt. Das ist ein relativ kompakter, aggressiver Fahrzeug. Man hat uns da geschwört, dass das, obwohl es vielleicht ein bisschen indirekt ein bisschen der RA4 Konkurrenz macht, wird er dem gar nicht ersetzen. Das soll heißen, beide werden da bleiben. Der Fahrzeug hier, der wird gleiche Benzin und Diesel können zur Verfügung haben, was man bereits schon bei Toyota kennt. Dazu noch wird eine Hybrid-Version angeboten werden. Die wird vermutlich ein bisschen vom Prius abstammen. Das ist eigentlich die große Neuheit von Toyota hier im Mondial. Müssen wir eben nicht vergessen, der Iro, das ist ein 100%iges Elektrofahrzeug. Der schwenkt links und rechts. Und das weiß man nicht ganz genau, ob es eigentlich ein kleiner Stadtflitzer oder ein Dreirad, also im Rahmen mehr so TÜV und Dings ist. Und zum Ende machen haben wir noch hier den FCV, der kommt schon quasi nächstes Jahr auf den Markt, aber erst nur in Deutschland, in Holland und in Norwegen und das aus einem ganz einfachen Grund. Es ist nicht im technischen Bereich, wo es happert, aber bei uns in der Schweiz haben wir bis jetzt nur eine Wasserstoff-Tankstelle, wenn man das so sagen kann. Und nur aus diesem Grund können wir den Wagen natürlich in der Schweiz nicht haben. Also sollte sich in der Schweiz viel ändern in diesem Bereich, dann würden wir in der Zukunft solche Wagen von Toyota oder anderen Herstellern auf die Straße können sehen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Und das bildet jetzt die Neuheiten bei Toyota für den Mondial 2014.